Herrschaftskritik durch Ambivalenzproduktion. Ah, und wie positiv formuliert? Positiv formuliert, Ambivalenzproduktion durch Herrschaftskritik, könnte man sagen. Das wäre jetzt einfach nur ein Dreher, ein bisschen zu einfach. Mir fällt gerade nichts anderes ein, muss ich gestehen. Es ist ein langer Arbeitstag gewesen. Okay. Wir haben mit unserem Team 6 Leute intensiv zusammengearbeitet, heute theoretisch und praktisch. Haben Ambivalenz produziert an allen Ecken und Enden und werden auch gleich damit weitermachen, versuchen das jetzt zu tun. Im Prinzip könnte ich sagen, dass was jetzt die authentische Ambivalenz wäre, aus einer Situation körperlicher und seelischer Erschöpfung heraus der Presse gegenüberzutreten und mich dann eben vor der Presse zu blamieren. Das ist quasi die Form authentischer Ambivalenz, die im Moment gerade aktuell wäre.